So, wie ihr vielleicht schon auf TikTok, Instagram und auf Facebook mitbekommen habt, habe ich mir eine Überraschungs-Mystery-Box von Mediamarkt geholt. Mit einem Warenwert von 1222 Euro. Also besser gesagt, der Verkaufspreis ist 1222 Euro. Und es sollen mindestens ein Warenwert von 3000 Euro drinstecken. Und ihr dürft jetzt hautnah dabei sein beim Unboxing. Ich zeige euch jetzt mal noch die Palette. Da ist das gute Stück. Habe ich gestern noch eingeladen. Weil ich habe ja versprochen, hey, mindestens 100 Likes bei Facebook und dann nehme ich die Palette mit. Mache ein Unboxing-Video. Hier steht auch schon schnell zugreifen, Überraschungspalette 4 mit Ware im Wert von 3000 Euro. Also mindestens 3000 Euro. Überraschungsboxen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Also das bedeutet, ne, das kann natürlich sein, dass da vielleicht auch was Defektes dabei ist. Wir werden sehen, weil hier unten auch in klein steht nochmal geschrieben, Paket kann Neuware, Aussteller, Rückläufer und Zubehör enthalten. Also ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwelche defekten Sachen dabei sind. Das wäre schade, aber die haben auch gesagt, eigentlich defekte Sachen packen die da nicht rein. Es geht ja dann eher zum Hersteller dann, wird ausgetauscht. Ja, und dann fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Unboxing. Hier haben wir jetzt die Überraschungspalette. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert mit meinem Mikrofon, ob ihr mich gut hört. Die Überraschungspalette ist jetzt hier bei mir im Laden. Ihr befindet euch jetzt gerade hier beim Sonnenpower Shop im Laden innen drin. Ich habe die Palette jetzt hier aufgebaut und wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ich hole ein Messer und dann schneiden wir das Ding auf und schauen, was alles drin ist. Also versprochen sind ja ein Warenwert von mindestens 3000 Euro. Wir wissen aber nicht genau, was sich darin befindet. Der Mitarbeiter hat gesagt, es wird direkt im Mediamarkt, dort in Speyer gepackt, wo ich die Palette her habe. Und es können sich eben Retouren darauf befinden, aber auch Waren, die nicht verkauft wurden, Neuware. Also es kann wirklich alles auf dieser Palette sein. Und ob sich diese Palette lohnt, ich blende dann hier unten dann immer den Preis ein für jedes jeweilige Produkt, wie es wirklich realistisch gesehen als Wiederverkauf gehandelt wird. Dazu nehme ich immer den günstigsten Preis, der aktuell, sage ich mal, im Internet zu finden ist. Das heißt also, wenn es jetzt bei Mediamarkt für 99 Euro drin steht und bei Saturn für 129 Euro, nehme ich natürlich den günstigeren Preis, um einen realistischen Verkaufspreis für das Produkt zu finden, was auch damit das Produkt auch realistisch gesehen verkauft werden kann für diesen Preis. Und den Preis werden wir nehmen und dann am Ende den ganzen Betrag zusammenrechnen und dann schauen, ob diese versprochenen mindestens 3000 Euro Warenwert in dieser Palette sind oder ob ich oder wir angeschwindelt wurden. Ne? Ich werde wahrscheinlich so 2-3 Produkte aus dieser Palette nehmen, die werde ich dann verlosen an euch. Das heißt, um an dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr das Video immer schön teilen, einen Daumen nach oben geben und am besten nochmal kommentieren und eure Freunde verlinken. Genau, und dann suche ich mir einfach unter den Kommentaren auch jemanden raus. Das machen wir per Zufallsprinzip und dann werden wir 2-3 Artikel von dieser Palette eben verlosen. Jetzt geht's los, freut euch drauf, wir fangen an. Drin ist, aber den wollen wir natürlich nicht sehen. Wir fangen hier direkt an. Wir sehen schon irgendwas von Acer. Von Acer. Aha, Display-Kalibrierungsservice. Ha, extra für dich eingerichtet mit dem Display-Kalibrierungsservice. Also hier haben wir ein Acer. Keine Ahnung, was das ist. Guck mal, was hier neben drauf steht. Aspire 3 A315-35-C7BH. Ich weiß nicht, Acer ist glaube ich ein Tablet. Kann es sein, dass es ein Tablet ist, Acer? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich mache es jetzt mal auf. Es war auf jeden Fall schon mal geöffnet. Da haben sie aber nochmal einen Sticker von Mediamarkt drüber geklebt. Geht es so auf? Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Ah, ich muss das wohl nicht rausziehen. Dann schauen wir doch mal, was hier drin ist.
drin ist. Acer Intel Insight. So, was ist das denn hier? Das ist tatsächlich, wie nennt man das, Notebook oder ein Computer, Laptop kann man dazu sagen. Das ist ja schon mal was Cooles. Das ist der Acer Laptop. Cool. Ein Laptop. Aspire 3. Preisblendig hier unten ein. Der realistische Verkaufspreis aktuell. Hier steht Full HD 1080. Ja, das ist ja mal cool. Ein schönes Produkt, sage ich mal, zu Anfang. Da macht die Palette ja schon Freude, wenn man sich sowas hier anschaut. So, und es scheint noch neu und original zu sein, zumindest neuwertig. Es war schon mal offen, kann sein, dass es vielleicht ein Vorführgerät war, wurde ausgestellt bei einem Mediamarkt. Genau, ist alles dabei, Zubehör, Ladekabel, bin ich soweit zufrieden. Muss natürlich nur noch funktionieren, aber ich schätze mal, wir werden da jetzt keine defekten Sachen reinpacken. So, das erste war das Tablet. Dann gucken wir doch gleich mal weiter. Das nächste, Huawei. Huawei MatePad Pro. Huawei MatePad Pro. So. Gut erkennen. Huawei, ich war schon mal in Betrieb, steht drauf. Also auch wahrscheinlich eine Retoure. Wurde schon mal verwendet. Aber ist wohl noch neu oder neuwertig. Das tun wir einfach mal aufmachen. Schauen uns das Ding an. Vielleicht ist es auch ein Ausstellungsprodukt oder war schon mal bei einem Kunden zu Hause. Es sieht auf jeden Fall noch komplett neu aus. Den Preis für das Huawei blende ich euch auch hier unten ein. Damit haben wir dann den Gesamtbetrag von so viel. Huawei MatePad Pro. Cool. Und dann kommen gleich mal zwei gleiche Kartons. Schauen wir uns das mal an. Ach du Gott. Jetzt geht das Ding auch noch an, oder was? Oh je. Irgendwas ist angegangen. Wir lassen es einfach mal machen. Ich muss es einfach weiter aufschneiden. So. Warte mal, ich mache das ein bisschen hier so rüber. So. Okay. Also, hier haben wir schon so, also ein Notebook oder irgendwie nennen wir es Laptop und ein Huawei MatePad Pro. Und als nächstes kommen zwei Kartons mit dem gleichen Inhalt. Oh, was ist das denn? Ach du Gott. Ja. Das ist ein Klimagerät. Okay, zwei Klimageräte haben wir hier. Die füllen ja schon fast die ganze Palette. Das heißt, das Unboxing-Video wird eigentlich nicht so lang werden. Enthält extrem entzündliches R290-Propan. Ui, okay, müssen wir aufpassen. Ja, okay. Also das ist ein Klimagerät. Die Firma ist SHE. Es sind zwei Stück, so wie es aussieht, wo eigentlich schon fast die ganze Palette füllen. Hinten dran haben wir aber noch Ballons. Den Preis für das jeweilige Klimagerät blende ich euch dann hier ein. Damit haben wir dann einen Gesamtbetrag von so viel. Und eigentlich ist es gut, weil die Saison für Klimageräte beginnt jetzt wieder. Wir haben jetzt fast wieder Ende März, das heißt, ab April, Mai wird es langsam warm. Somit denke ich, dass wir die gut verkauft bekommen. Scheinen noch komplett neu zu sein, weil die sind noch komplett eingepackt. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir die an den Mann bringen. Ja. Cool. Okay, stelle ich auch mal neben hin. Und dann haben wir nämlich da hinten noch irgendwas. Seht auch schon. Ach Gott, noch mehr Klimageräte. Ja, super. Da war das Video schon zu Ende hier. Noch zwei Klimageräte nochmal. Das sind Ventilatoren hier von König.
glaube ich, die Eigenmarke vom Mediamarkt. König Fan Heater. 1500, 2200 Watt. Aha. 12 Stunden Timer. Kann man irgendwie drehen und wenden. Ganz cool mit Fernbedienung. Ja. Fan Heater Modell KFH 22222. Heizlüfter. Ach, ist ein Heizlüfter, okay. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich das schnellstmöglich verkauft bekomme, weil aktuell ist es noch kühl, ja, morgens und abends, aber heute scheint die Sonne, ich glaube, da braucht keiner einen Heizlüfter. Wir schauen mal, was die wert sind, hier unten eingeblendet. Davon haben wir ebenfalls zwei Stück. So, zwei Stück haben wir. Das bedeutet, damit haben wir dann jeweils den Preis von einem Heizlüfter multipliziert mit den ganzen anderen Warenwert, sind wir dann genau bei diesem Preis. Ob dieser Verkaufspreis erzielt wird, schauen wir. Ich gucke mal, dass ich die Sachen schnellstmöglich verkaufe, vielleicht sogar in den nächsten 2 bis 3 Tagen. Und dann schauen wir mal, ob auch dieser realistische Verkaufspreis erzielt wurde und ob wir damit mit dieser Palette Gewinn gemacht haben. So. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne hier unten in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes für eine Retouren- oder Überraschungspalette, Paket holen soll. Zum Beispiel gibt es auch noch von Amazon, von Saturn und so weiter. Oder wir holen nochmal so eine Palette vom Mediamarkt. Und immer schön liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Ja, bis bald und gut Fund! So, ich mache noch mal kurz ein Fazit zu dem ganzen Elend hier. Also im Endeffekt kann man realistisch betrachtet sehen, dass wenn man diese Sachen schnell verkaufen möchte, schnell auch wieder losbekommen möchte, dass man da bestimmt sein Geld gerade so wieder rausholt, so ich sag mal so 1500 bis 2000 Euro kann man erzielen. Dazu braucht man auch ein bisschen Zeit, wenn man es jetzt schnell wieder loshaben will, das ganze Zeug, dann ist, glaube ich mal, das, was die verlangt haben, 1200, also 1300 Euro, eigentlich ein guter Preis, ja. Und wenn man das aus verkäufertechnischer Sicht sieht und sich nicht lange mit der Ware aufhalten möchte, dann denke ich mal, so 1500 Euro ist realistisch. Also einen großen Gewinn erzielt man damit garantiert nicht. Da habe ich andere Handelsspannen, jetzt zum Beispiel wie mit meinem Antikgeschäft. Da habe ich eher Spannen so zwischen 50 und 200%. Im Elektronikbereich jetzt auch bei, also mit Metalldetektoren, da ich ja auch noch einen Metalldetektorhandel habe, da sind die Spannen so zwischen 25 und 35%. Ja, aber wenn ihr möchtet, dass wir nochmal so eine Palette ausprobieren oder eine Mystery Box, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wo wir die bestellen sollen. Ich meine, ich bin jetzt kein Millionär. Ich blende euch jetzt auch nochmal meinen PayPal-Account hier ein, hier unten. Da könnt ihr auch gerne eine Schenkung rüber schicken. Und je mehr wir an Geld zusammensammeln, desto öfters können wir auch so Mystery-Boxen da kaufen. Ich verlose dann auch jedes Mal von der Palette oder von Mystery-Boxen so 1, 2 Artikel. In dem Fall hätten wir jetzt leider keinen günstigen Artikel. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass ich einen von diesen Heizlüftern verlose. Das bedeutet, auch hier in den Kommentar schreiben, wenn ihr diesen Heizlüfter gewinnen wollt. Ich werde dann aus Zufallsprinzip hin und her scrollen und gucken, wer diesen Heizlüfter gewinnt hier von König. Den verlose ich jetzt einfach mal aus Spaß und Jux und Dollerei. Und ja, wenn ihr noch mehr so tolle Videos sehen möchtet, ich habe auch Lust, noch andere Videos zu machen, zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel irgendwelche Spendenvideos. Zum Beispiel mal Obdachlosen oder Rentnern irgendwas Gutes tun. Wenn ihr da Ideen habt oder Anregungen, schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Ich habe ja bei anderen YouTubern auch schon Videos gesehen, die sowas machen. Von daher, wenn ihr Bock habt auf mehr solchen Videos mit Mystery Boxen oder halt soziale Projekte, dann schreibt es doch mal rein. Und abonnieren, kommentieren und teilen nicht vergessen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Benny.